Ja, Servus und Hello again. Hier ist wieder der Marty. FIFA 17. Die zweite Staffel sei schon. Der zweite Teil unserer Serie. Wir sind ein Spieler. Haben gerade bei Crew Alexandra begonnen. Im ersten Spiel verletzt. Im Vorbereitungscup, im zweiten konnten wir nicht spielen, deswegen. Im dritten waren wir wieder da. Und jetzt geht es gegen Falkenberg. Und ich stehe in der Startformation. Und ich bin gespannt. Ja, ich glaube, wir spielen wieder in den schwarzen Trikots gegen. Ja, die gelben sieht gut aus. Ich bin linker Innenverteidiger mit Nugent, meinem Partner in der Innenverteidigung. Natürlich schauen wir uns wieder alles an. Diesen Quark auch. Oh, falsche Richtung. Ungefähr so laufe ich in echt auch. Ja, gut so. Also, was erwartest du vom Halbfinale im Halbfinale, genau. European International Turnier? Also ich glaube, das wird ein richtig gutes und vor allem spannendes Spiel. Die Mannschaften sind bisher richtig gut drauf. Ein Abendspiel. Gefällt mir besser wie diese blöden Spiele, wo irgendwie der halbe Platz von der Sonne bestrahlt wird und man eigentlich nichts sieht. Von ihm erwarten wir heute einiges. Zlatan Krisanovic. Drei Tore für ihn. Da sehen wir ihn. Das sind viele Sponsoren auf ihren Trikots. Und hier sehen wir die Startaufstellung. Ich bin die Nummer 4, heute. Der Herr Katzenschatz. Kurze Einschätzung zu Ihrer taktischen Ausrichtung heute, Buschi. Wir sehen hier ein 4-3-3 und klar, das wird viel über die Außen, viel über die Flügel gehen. Ja, schon toll gemacht. Ich muss sagen, ich mag die FIFA-Teile, auch wenn es große Kritik immer wieder gibt. Und ihre Aufstellung präsentiert. Kurzer Blick auf die Formation, Buschi. Ja, da sehen wir ein 4-4-2. Gibt's auch noch. Zwei Viererketten und vorne zwei Stürmer. Krisanovic, die 42, ist quasi genau mein Gegenspieler. Werde ich ihm mal zeigen. Heute sitzt er nur auf der Bank und denkt vielleicht sogar über sein Karriereende nach. Zumindest hört man entsprechende Gerüchte. Ach Wolf, wir kennen doch das Gequatsche. In der Form kann er der Mannschaft nach wie vor helfen, da bin ich mir sicher. Espen Schönberg ist hier und heute der Unparteiische dieser Partie. So, und los geht's, das Halbfinale. Die tägliche Dosis Fußball. Der Schiedsrichter pfeift dieses Spiel an. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Tolle Flanke. Die Flanke war alles andere als präzise. Das könnte eine Gelegenheit werden. Oh, schöner Zweikampf. Kivomja. Und der 10. Kurzpass. Nein. Gute Aktion, den Ball nimmt er locker auf. Einer der Spieler scheint sich hier verletzt zu haben. Und deswegen unterbricht der Schiri auch kurz das Spiel. Bisschen auf den Ellbogen geknallt, der Bube. Da muss er jetzt und gleich der Wechsel. Verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Herr Karlsson raus und Tibor Jopsar kommt rein. Tut mir natürlich leid, ich kenne das ja. Im ersten Spiel habe ich mich ja auch an der Schulter verletzt. Da musste er runter wegen der Verletzung. Ja, und dann geht es hier jetzt mit Schiedsrichterball weiter. Er entscheidet auch faul, aber da kann er die Verwarnung noch stecken lassen. Da holt er den Ball zurück.
Jones. Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch. Da bekommt er Unterstützung. Was ich blöd finde, ist, dass hier unten links, ja, wo immer der Name des ballführenden Spielers eigentlich angezeigt wird. Tor! Und er trifft. Schöne Sache. Und der wird auch mein Name Schuss angezeigt, ich stehe aber schon oben rechts. Das heißt, man findet da jetzt nicht so zum Team. Da zappelt das Netz, den Ball hat er perfekt getroffen. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Und von dem Winkel, der Torwart jetzt auch nicht gerade überragend aus, finde ich. Die Nummer 9 war es. Die Nummer 9 ist unser Chris Dagnall, zweites Tor im European International Cup. Natürlich soll er in der Liga auch das so war treffen. Doch relativ früh, 14 Minuten sind erst gespielt. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Bei der Abwehr wird das nicht leicht. Nee, nicht gut gespielt. Ball geht ins Aus. Ja, Aufbauspiel kann ich. Es ist zwar nur ein Vorbereitungsturnier, dieses European International Turnier, aber die Teams hängen sich richtig rein. Gut für die. Schießt er ihn rein! Und nächster den Versuch. Ball abgewehrt und festgehalten. Klasse gemacht. Da trennt er ihn fair vom Ball. Wird das seine Torchance? Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Gute Idee, dieser Ball. Faul. Ball schon wieder weg. Gut gemacht. Da kann er ihn stoppen. Bei uns läuft der Ball da hinten überragend. Mit ihrer Passsicherheit kontrollieren sie die Partie gerade. Kiwomia! Uff! Starke Parade! Schöner Schuss. Beinahe das 2-0. Oder die Granate raus. So, jetzt bin ich vorne. Ja, ich bin mit vorne. Er passt auf und wirft sich in den Schuss. Schade. Kann er weit einwerfen? Wenn ja, dann könnte es gefährlich werden. Gut gelöst, Verteidiger. Da bleibt er ganz ruhig. Das war einfach. Und er hat den Ball. Habe ich mich sogar in die Offensive mit eingeschalten? Das sieht so einfach aus, was sie hier machen. Aber dieser Ballbesitz-Fußball ist das Ergebnis von hartem Training. 33. Minute, immer noch 1-0 für uns. Sehr gut aufgepasst. Abwehr hat aufgepasst.
Jones. Er spielt den Pass auf den Flügel. Oh, und wieder. Schöne Kombination. Aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Ja, da hat er recht. Sie trainieren viel mit dem Ball und das sieht man hier auch in dieser Szene. Technisch von allen Spielern. Große Klasse. Und jetzt der Schuss. Da schießt er. Und da ist es. Nein. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Wieder nicht. Oh, wow, wow, wow. Ja, das gibt Eckball. Er hält diesen Ball noch. Starke Parade hier von Torhüter. Und da geht der Torwart hin und kann die Ecke abwehren. Und er pflückt den Ball runter. Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln. Sonst kommen sie gegen die Abwehr nicht durch. Nachspielzeit sind 3 Minuten. Jones. Das könnte gefährlich werden. Jetzt schießt er. Uff. Ja, ich glaube, da hat ihm der Rasen einen Streich gespielt. Er trifft den Ball nicht richtig. Ah, ja, das sind diese Unwägbarkeiten, die du einfach nicht ausschalten kannst. Hätte durchaus was werden können. Schöner Schuss, auch wieder hier. Mehr vom Spiel hat auf jeden Fall Crew Alexandra. Es ist und Halbzeit. In diesem Halbfinale. Und mit einer knappen Führung gehen sie in die Pause. Und jetzt müssen die anderen kommen und das gibt dann Kontermöglichkeiten. Wenn sie clever spielen, werden sie das packen. Ich bin klein, bin nur 1,80 groß. Das bin ich in Realität auch. So, also Halbzeit. Wie sieht's aus? 7,5, überragend. Kann weitergehen. Zweite Hälfte läuft. In Kürze wissen wir also, wer sich hier durchsetzen und ins Finale einziehen kann. Und nein. Da kommt er ein Stück raus und nimmt den Ball auf. Der Linienrichter hebt die Fahne und das auch zu Recht. Da kam der Pass vielleicht ein Tick zu spät. Dann bin ich gerade noch rausgegangen, aber ich war gar nicht letzter. Er passt ihn auf den Flügel. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Bei der Abwehr wird das nicht leicht. Die Mitspieler wollen ihm helfen. Jetzt die Flanke. Keine Anspielstation. Und dann kommt. Er köpft ihn. Da ist er. Da passt der Torhüter auf. Stark gemacht. Es gibt Ecke. Das sind natürlich die Bälle, wo du als Verteidiger nur schlecht aussehen kannst. Jetzt gibt es hier den Wechsel. Und Krizanovic ist ausgewechselt worden, mein Gegenspieler. 3 Tore in 3 Spielen, viel hat er heute nicht gezeigt. Der Ball wurde weggefaustet. Macht er ihn! Er wirft sich in den Schuss, das war wichtig. Er hat das bislang sehr, sehr ordentlich gemacht. Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Da gab es ein Missverständnis zwischen meinem Mitspieler und mir. Per Kopf zum Mitspieler. So, gleich wird hier gewechselt. Jo, Bewegung an der Seitenlinie. Sie suchen die Lücke. Es sieht zwar nicht so aus, aber du brauchst technisch starke Spieler, wenn du so ein passintensives Spiel aufsetzen willst, wie sie es gerade tun.
Und wieder die Chance für uns. Also unsere Gegner, wo ich schon wieder vergessen habe, wie die heißen, haben eigentlich überhaupt keine wirkliche Torchance sich herausgespielt. Dieser Krizanovic, so, Ibrahimovic, der war ziemlich abgemeldet. Zu absolvieren. Kein gutes Timing, deshalb ist er ins Abseits gelaufen. Ganz irgendwas, aber ich denke, es ist richtig entschieden. Mit der Führung im Rücken kommt jetzt die Auswechslung. Eine gute Leistung heute von ihm und jetzt hat er Feierabend. Denner geht raus. Für ihn Bowery auf dem Platz. Jordan Bowery. So, jetzt. Wir haben das zweite Gruppenspiel verloren, da war ich aber wie gesagt nicht dabei. Bakayogo. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Jetzt könnte es gefährlich werden. Den Ball spielt er gut. Oh. Jetzt kann er sich den Ball zum Einwurf holen. Mats Hummels ist zu Bayern München gewechselt und verlässt Borussia Dortmund. Ein toller Transfer. Er bringt ja richtig Qualität mit. Das ist ein Mistpass von mir. Ja, es müsste mal eine zündende Idee kommen. Wird das was? Noch nicht vorbei. Das macht er gut. Jetzt habe ich wieder einen schönen Wird's Pass gespielt. Gefährlich? Ich ziehe mich wieder etwas zurück. Merke dir, genau spiele Kurzpässe. Oh, den Ball verloren. Für den Gegner. Ja, spiele Kurzpässe und keine weiten Flanken. Weite Steilpässe. Jetzt kommt der Wechsel. Sie sind vorne und wollen mit dem frischen Spieler die Führung verteidigen. Guthrie kommt. Außenverteidiger für Außenverteidiger. Gute Idee, dieser Ball. Da kommt der Schuss. Das war der Klasse. Wieder eine gute Chance. Und Ecke. Hier nochmal die Möglichkeit, aber auch hier wieder gute Parade vom Torhüter. Der dänischen Schweden aus Norwegen. Diesmal bin ich etwas zurückversetzt. 72. Spielminute mittlerweile. Jetzt. Und ein Kopfball. Ja. Und den Ball hält der Torhüter fest. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Sie rücken schön nach, bieten sich an. Da trennt er ihn vom Ball. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Wird das seine Torchance? Da passt er auf. Jetzt sind sie am Ball. Er steht gut und hat den Ball. Es
wird gleich gewechselt. Ja, der Trainer will noch mal ein wenig umbauen, will neue Impulse setzen. Kivomja. Konditionell bin ich noch gut fit. Oh, schöne Chance jetzt wieder. Die Defensive steht. Aber er verliert den Ball. Ein spannendes Spiel bis zum Schluss. Tut sich hier noch was? Sehr gut aufgepasst. Da versuchen sie es mit dem Doppelpass. Und wieder über die rechte Seite von uns. Das könnte die Chance werden. Er lässt sich da nicht aufhalten. Defensivmann ist gut. Jetzt. Sie liegen vorne, aber jetzt kommt trotzdem noch ein frischer Spieler. Und mein Innenverteidigerpartner nackend geht raus. Für ihn kommt Harry Davis. Und auch die schwedischen Norweger aus Dänemark wechseln. Weil er seinen Zipfelhaarschnitt rausreißen. Es gibt 3 Minuten obendrauf, wurde gerade angezeigt. Da steht die Abwehr sicher. Das Spiel endet mit 1:0. Und wir gewinnen 1:0 und sind im Finale. Sie haben es gepackt. Sie gewinnen ihr Halbfinale. European und sind International Cup. Nun ganz, ganz nah. Und Sie müssen im Finale nochmal alles raushauen. Dann geht da was. Erste Halbzeit war besser, finde ich, von mir. Ein die zweite, ja. Kann man nicht anders sagen. War jetzt nicht so easy. Er dürfte zufrieden. Wobei sie kaum Druck auf uns ausgeübt haben. Einen tollen Auftritt abgeliefert. Insofern also bin ich trotzdem natürlich zufrieden, klar. Schauen wir nochmal, 50% Schüsse, einer aufs Tor, einer vorbei, 91% Pässe, kurz 9 Mittellinie, misslungen ist ein mittlerer, ein wichtiger Pass, Dribblings haben wir keine. Zweikämpfe 100%, 2 gewonnen, 0 verloren. Aber wieder 5-mal schlechte Stellungsspiel. Naja, gut. Bin ich sehr zufrieden. So, jetzt simulieren wir bis zum nächsten Spiel weiter. Oh, wir müssen gegen. Wie heißt das Team? Gegen Esbjerg spielen. Gut. Ich stehe in der Startformation. Das freut mich natürlich. Ja, das war dann auch jetzt schon Teil 2 unserer FIFA 17 Karriere-Story. Mau Katzenschatz rockt England. Bis bald. Ciao.